herzlich willkommen in einem neuen Video. Herzlich willkommen in Seattle. Allerdings müssen wir euch noch kurz enttäuschen. Die schönen Seattle- und Washington-Bilder, die brauchen noch ein bisschen. Wir haben euch ja letzte Woche schon gefragt, was ihr denkt, was wir im Winter machen. Und das wollten wir jetzt in diesem Video auflösen. Und ich glaube, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, wir fahren Richtung Norden. Richtig. Und zwar werden wir den Winter anfangen in Kanada. Wir schreiben heute den 5. Oktober und müssen am 11. Oktober die USA verlassen. Vicky hat es erzählt, wir fahren Richtung Norden, also ist unsere nächste Station quasi Kanada. Dort werden wir auf direktem Wege, möchte man sagen, nach Osten fahren und werden Halifax erreichen. Auf dem Weg dahin werden wir noch Zwischenstopps haben. Wir wollen in, wie heißt es, Saskatchewan? Grasslands National Park. Den Grasslands National Park machen und werden uns eine circa Woche in Montreal aufhalten. Und dort werden wir euch natürlich mitnehmen, werden euch zeigen, was es dort zu sehen gibt, außer uns. Und da das aber natürlich ganz schöne Entfernungen sind, werden wir die meiste Zeit auf dem Highway sein. Was uns dazu veranlasst hat, den Wochenrhythmus auf zweiwöchentlich zu ändern, weil niemand, weder ihr noch wir, wollen uns sehen, wie wir 8 Stunden auf dem Bock auf dem Highway verbringen. Und deswegen werden wir da einfach ein bisschen Dehnung reinbringen in die Sache. Du redest schon wieder sehr lange. Es wird Videos geben, Grasslands National Park, Montreal und nächste Station Halifax. Halifax werden wir euch zeigen und dort werden wir das Auto abgeben, welches dann zurück nach Europa verschifft wird. So, Szenenwechsel, das passt auch zur Thematik. Wir verschiffen also am 5. Dezember nach 2 Jahren und fast 3 Monaten, nach 3 Jahren. 3 Jahren. 3 Jahren und fast 3 Monaten wieder zurück nach Europa. Wir verschiffen nach Liverpool und werden dann die Weihnachtstage kurz in Deutschland verbringen, bevor wir den tatsächlichen Winter in Südfrankreich verbringen. Wir haben nämlich richtig Lust auf Käse. Und ich freue mich da schon riesig drauf, dass Frankreich da ein bisschen mit um kann. Wir waren schon mal in Marseille und das hatte uns irgendwie, das war so Love on Second Sight, glaube ich. Und das werden wir auf jeden Fall ein paar Wochen in Marseille sein und dann da unten so ein bisschen rumfahren. Und dann sind wir so Mitte März bis Ende April in Deutschland. Und wir müssen uns jetzt ganz kurz bei unserer Familie in Erlangen entschuldigen. Weil ich weiß, ihr werdet es morgen früh sehen und wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben es einfach nicht geschafft, euch anzurufen. Dabei seid ihr quasi die Ersten, die wir im März besuchen und ihr fahrt es jetzt aus diesem Video und das ist richtig doof. Aber jetzt ist es auch einfach schon zu spät, um in Deutschland anzurufen. Das tut uns also leid, wir freuen uns riesig auf euch. Und dann werden wir Anfang Mai tatsächlich Deutschland auch wieder verlassen. Wir werden... Yes, neues Abenteuer. In ein neues Abenteuer mit euch, wenn ihr wollt. Und das wird anfangen im Schnelldurchlauf durch Schweden, um dann die Ostsee zu umrunden auf finnländischer Seite. Und wenn wir dann uns für Finnland ein bisschen Zeit gelassen haben, dann werden wir weiter südlich fahren und werden im nächsten Winter quasi, so jetzt der Plan, irgendwie so Griechenland sein. Genau, so Griechenland, Türkei und von da aus wollen wir einfach weiter östlich. Und wenn es gut funktioniert, dann irgendwie so bis Singapur. wir dachten so an, ich wollte schon immer mal nach Usbekistan. Das soll mega schön sein. Und Mongolei, China, wenn das funktioniert. Ja, so. Also ostwärts. Aber man muss immer vorsichtig sein mit der politischen Situation und wie sich Dinge entwickeln. Von daher werden wir das dann genau nochmal schauen. Aber ja, erstmal ostwärts, bisschen Wendler von Europa. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Wir sind richtig gespannt, wie das ist. Aber ich glaube, was cool wäre noch zu erzählen, dass unser Ursprungsplan, als wir aus Asien zurückgekommen sind im Frühjahr, war ja eigentlich, dass wir in Kanada überwintern wollten.
Also so richtig mit Häuschen und... Aber Kanada ist einfach unfassbar teuer. So teuer. Wir würden nur noch arbeiten und dann hätten wir darauf keine Lust. Und dann haben wir ewig gesucht. Dann hatten wir erst überlegt, okay, wir lassen das Auto wieder stehen und fliegen doch nochmal nach Asien. Das hat sich aber für Alex nicht so richtig angefühlt. Dann hatten wir überlegt, okay, wir stellen das Auto unter und fliegen irgendwie nach Südamerika. Aber irgendwie, das hatte sich immer... Also wir haben es nicht gefühlt. Nee, tatsächlich. Und irgendwann kam dann die Idee auf... Lass halt zurückverschiffen und Europa machen. Und Alex wollte halt auch schon immer mal in die Türkei, also mit dem Auto. Und ich habe da auch richtig Lust drauf. Und dann, naja, wenn man auf die Landkarte guckt, dann geht es halt auch easy weiter östlich. Und das hatte sich dann zum ersten Mal, glaube ich, richtig angefühlt. Und damit war der Plan gefasst. Ja. Ihr seid jetzt instruiert, involviert und... Wir hoffen, dass ihr dabei bleibt, sowohl beim neuen Abenteuer als auch, wenn wir jetzt erstmal nur alle 2 Wochen über euren Bildschirm flimmern. Wir machen aber bestimmt ein paar kurze Shorties, wenn wir irgendwas Lustiges zwischendrin erleben, sodass ihr uns trotzdem irgendwie einmal die Woche sehen könnt. Wir bedanken uns für Zuschauen. Hoffen, ihr versteht es. Seid uns nicht böse, seid uns aber weiterhin treu. Wir bedanken uns. Bis dahin. Ihr habt euch wohl.